Wenn du viele WhatsApp-Daten auf deinem iPhone hast, solltest du einige davon löschen, um Speicherplatz freizugeben. Dabei kann es aber passieren, dass du einige wichtige Inhalte löschst. In diesem Video zeige ich dir drei Methoden, um gelöschte WhatsApp-Nachrichten wiederherzustellen. Fangen wir an. Methode 1. Gelöschte WhatsApp-Nachrichten wiederherstellen mit iCloud. Der einfachste Weg ist, iCloud zu verwenden. Stelle einfach sicher, dass du deine WhatsApp-Chats in iCloud gesichert hast, bevor du sie löschst. Deinstalliere dann WhatsApp von deinem iPhone. Installiere es dann erneut aus dem App Store. Öffne es anschließend und verifiziere deine Telefonnummer. Wähle dein iCloud Backup aus, um deine Chats wiederherzustellen. Wenn du fertig bist, tippe auf Weiter. Fahre fort und richte dein Profil ein. Deine gelöschten WhatsApp-Nachrichten sind wieder da. Methode 2. Gelöschte WhatsApp-Nachrichten wiederherstellen mit iTunes. Wenn du eine Sicherung deines iPhones mit iTunes erstellt hast, du kannst deine gelöschten WhatsApp-Nachrichten aus dem iTunes-Backup wiederherstellen. Verbinde dein iPhone mit einem Lightning-Kabel mit deinem Computer. Wo ist muss zuerst deaktiviert werden, um iPhone wiederherzustellen? Klicke auf Backup wiederherstellen. Wähle ein Backup aus, das deinen Chatverlauf enthält. Klicke dann auf Wiederherstellen, um fortzufahren. Dabei werden nicht nur die WhatsApp-Daten wiederhergestellt, sondern auch alle früheren Daten. Die Wiederherstellung wird also länger dauern. Fahre fort, um die Einrichtung abzuschließen. Wir befinden uns nun wieder auf dem Startbildschirm. Melde dich bei WhatsApp an. Deine WhatsApp-Daten wurden wiederhergestellt. Aber wie kann man WhatsApp-Nachrichten wiederherstellen, wenn man keine Sicherungskopie hat? Hier ist, wie du Outdated WhatsApp Recovery verwendest, um den WhatsApp-Chatverlauf direkt von deinem Gerät wiederherzustellen. Öffne das Programm Outdated WhatsApp Recovery. Klicke auf das Gerät. Klicke auf Scan starten. Du kannst gelöschte WhatsApp-Nachrichten finden. Outdata stellt auch Kategorien von Mediendateien für dich wieder her. Du kannst diese Daten selektiv wiederherstellen. Wähle die gewünschten Daten aus und klicke auf die Schaltfläche Wiederherstellen. Wähle einen Ort als Zielordner. Outdata exportiert die gelöschte WhatsApp-Nachrichten in das HTML-Format. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben und besonders über ein Abo.